klar. Dann lese ich da von einem Opfer einer Person, die Jesus überaus hoch bewertet hat. Und Jesus setzte sich gegen den Gotteskasten und schaute, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Jesus setzt sich bewusst in der Betrachtung der Spendeneinkünfte dorthin und sieht das, was dort geschieht. Und er bewertet es im Geist und in der Wahrheit in der richtigen Art. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, die machen nur einen Heller. Und dann reagiert Jesus. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, denn alle, die etwas hineingelegt haben. Oh ja, oh ja. Hier wird Gottes Perspektive deutlich. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles, was sie hatte, ihre ganze Nahrung eingelegt. Diese Frau ist ein Held. Diese Frau ist ein Wunder. Diese Frau hat keinesfalls menschlich normal, sondern völlig übermenschlich, göttlich reagiert mit dem kleinen bisschen, was sie hatte. Und da gibt es jetzt 1001 Argumentationsweise, weshalb man Jesu Sicht nicht annehmen möchte. Menschlich gesprochen, was bedeutet dieser eine kleine Heller? Bedeutet doch nichts. Da kann man fast nichts damit anfangen. Das ist sowas von wertlos. Und obendrein, so erscheint es doch unnüchtern. Frau, jetzt behalte doch wenigstens dein kleines Geldlein für dein Leben. Weil wer wird denn dir morgen dein Essen kaufen gehen? Wie wirst du weiter bestehen? Auf was für einem Fundament stellst du dich? Das ist ja selbstzerstörerisch. So dumm kann man doch gar nicht sein. Also ich hätte diese Frau erst einmal versucht, in die richtige Logik hineinzubringen, dass sie sich mal überlegt, hör zu, erstens, bringt Gott dein bisschen Geld gar nichts, zweitens, du tust dich selber da in ein Risiko hineinbegeben, dann musst du betteln nachher, das ist so erniedrigend, und wenn du nichts erbettelst, dann hast du halt nichts zu essen. Ja, Frau, meinst du denn wirklich, Gott möchte dich in so einem bettlerischen Leben sehen? Und dann die andere Perspektive. Hier, diese vielen Reichen, die haben wirklich was zu bringen. Sage mal, so ein toll Hochverdienender, der legt seine 1000 € dahin und da, ja, mit dem Geld, also den Mann kann man doch nicht so unerwähnt lassen, den kann man doch nicht so herabsetzen, der bringt doch nun wirklich etwas quantitativ Wertvolles. Das ist doch, damit wird die Synagoge gebaut. Da kann man wieder Baumaterialien besorgen und da kann das Werk Gottes weitergearbeitet werden. Das sind doch die entscheidenden Faktoren. Ja, diese Leute darf man doch nicht so vor den Kopf stoßen, indem man da diese arme Witwe so betont. Dann kann die ja vielleicht beleidigt sein, wenn die reichen Spenderleutchen dann so etwas hören. Dann sagen sie sich, oh ja, dann lass doch mal deine Kirche mit deinen Witwen erhalten werden. Gut, wenn du mich so wenig achtest mit meinen 1000 €, die ich ja auch irgendwo opfere, das muss ja auch anerkannt werden. Und wenn du das gar nicht machst und wenn du da gar nicht das beachtest, wie ich da meine große Summe reinlege, hör mal zu, dann mach doch deine Kirche mit deinen armen Kirchenmäusen weiter und dann bleibe ich mal mit meiner Spende weg, dann wirst du mal sehen, wie die Synagoge vorwärts geht. Typisch, typisch menschlich. Das sind so diese Argumentationsweise. Und dann fühlen sich womöglich diese hochrangigen Spendenausteiler, die fühlen sich vielleicht nicht genügend geehrt. Wie bitte? Jesus tut uns weniger wert halten als wie diese
diese nichtige alte Frau, die dann nachher rumbetteln muss, kann das wahr sein? Ja, da kommen wir auf Gottes Perspektive zu sprechen, dem es um das Herz geht, um die Einstellung. Und er findet unter all den tausend von Spendern, findet er eine Witwe, die tatsächlich fähig ist, ein Ganzopfer Gott zu weihen. Und da war es ihr gar nicht wichtig, naja, was werden denn die Pharisäer da mit meinem Hellerchen, was werden sie denn da wohl anfangen? Werden sie mein Geld richtig benutzen? Werden sie es so gebrauchen, dass das zumindest nach meinem Sinn ist? Interessiert gar nicht. Sie bringt ihr Opfer in den Gotteskasten. Für sie war es ein Gotteskasten. Und hier bringe ich mein Leben und meine Existenz hinein, ohne nachzufragen, ohne Rechenschaft zu fordern, sondern nur so von der einfachen Liebe heraus, die willig ist, alles auf den Altar zu legen, damit ich dann in den nächsten folgenden Lebensabschnitt erfahre, wie ich einem Gott und Schöpfer vertrauensvoll für ihn lebe. Ich habe alles für ihn gegeben. Wird er dann nicht für mich sorgen auf irgendeine Art und Weise? Ich weiß es nicht. Er lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Also, mein Gott, hier stehe ich zur Verfügung. In der Nüchternheit des Heiligen Geistes, wo diese Witwe ein Drängen in ihrem Herzen verspürt. Herr, was ich bin und kann und habe, soll dein eigen sein. Und das erfüllt mich mit Freude. Das mache ich gerne und das fällt mir nicht schwer und da tue ich nicht redinieren, naja, was und wie kommt dann mit meiner Zukunft. Das kommt so, das ist der vollautomatische Ausfluss eines offenen Herzens. Und da sagt Jesus, die Frau hat mehr als ihr alle, weil ihr Herz ist vollkommen vor Gott. In ihrem Opfer, in ihrer Ganzherzigkeit zeigt sich vollkommene Liebe, wie es der reiche Jüngling nicht zu Wege gebracht hat, der wieder traurig weggegangen ist. Warum? Weil er zu viel Güter hatte. Und dann werde ich eines Tages nicht beurteilt werden nach dem, was ich gegeben habe, sondern womöglich nach dem, was ich zurückgehalten habe. Für mich, für meinen Ego, für meine Gier, wo ich nicht entsagt habe meinen Bedürfnisse, wo ich nicht Prioritäten gesetzt habe, um andere Mitmenschen höher zu achten als mich selber. Ruth hat eine Schwägerin, Orpa. Naomi versucht beide, Ruth und Orpa, in einer Weise zu beeinflussen, ja, mit Worten dahin zu drängen, kommt, verlasst mich. Naomi wurde zur Mara, Bitternis, der Herr hat mich erfüllt mit Bitternis, mein Leben ist bitter geworden und nun geht ihr euren Weg, denn ich habe keine Zukunft mehr für euch zu vorhanden. Und dann weint Orpa auch und das heißt, sie hat sie auch wirklich lieb gehabt, die haben jetzt Jahrzehnte zusammengelebt und nun, dann verabschiedet sich Orpa und sie entscheidet sich für die ganz normale menschliche Logik. Aber der Geist von Ruth war ein anderer Geist. Dieser Geist, dem war es nicht fähig, auf ihre logische Zukunftsaussichten zu blicken, die ja faktisch nicht mehr vorhanden waren. Sollte ich heute noch ein Kind gebären, dann müsstest du warten, bis der Sohnemann erst groß wird und dann den heiraten. Das dauert alles viel zu lang. Hör zu, Ruth, such dir von deinem Volk den Moabitern, such dir da einen Ehemann. Nein, Ruth steht bei ihrer Schwiegermutter, die ihr keine Zukunft bietet. Und das ist wieder so eine schöne Widerspiegelung von dem, ich bleibe bei dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist mein Leben. Und lieber sterbe ich, als dass ich den Heiligen Geist verlasse. Dränge nicht in mich, um dich zu verlassen. Dein Gott ist mein Gott und deine Zukunft ist meine Zukunft. Ich gehe mit dir, ich bleibe dran.
ich kann es nicht über mein Herz bringen, dich zu verlassen. Und damit hat die Ruth ihr ganz Opfer gebracht. Meine zwei Schärflein, hier sind sie. Ich werfe sie in den Gotteskasten. Gott, sorg du für mich. Und tatsächlich, Ruth wird zu einer Bettlerin. Sie wird bei den Schnittern von Boas, sie läuft da hinterher und bettelt da ihr bisschen Korn ab. Und damit hat sie ihren Lebensunterhalt. Und das war nicht sehr ehrenvoll. Das war erniedrigend. Da warst du eine Null. Da bist du herabgekommen in einem Menschengemeinschaft, wo du tatsächlich ganz unten angekommen bist. Auf einer Ebene, wo meinetwegen die Obdachlosen sind. Und Ruth nimmt es gerne in Kauf. Warum? Weil sie liebt ihre Naomi. Sie liebt sie bei all ihrer Bitterkeit. Sie liebt sie trotz dem schrecklichen Schicksal, das der Herr über ihr Leben gebracht hat. Sie hört nicht auf zu lieben und die Liebe bleibt treu. Und die Liebe bleibt hingegeben. Und die Liebe ist eine sich opfernde, gerne herschenkende Liebe. Keine andere Art von Liebe. Und als sie nun sah, Naomi, dass sie, Ruth, fest im Sinn war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, mit ihr davon zu reden. Dann hörte die Schwiegermutter ein Bild für den Heiligen Geist. Sie hörte auf, sie zu drängen, von ihr wegzugehen. Sie hörte damit auf, im Gegenteil. Sie nahm sie mit in ihr Schicksal und dort untrennbare Einheit. Wir sind zu einer Einheit zusammengewachsen, die mit nichts mehr zu trennen ist. Der Friede Gottes ist das Haftungsmittel, die Verklebung mit diesem Frieden ist so stark. Ich kann mich davon nicht mehr lösen. Ich kann nicht mehr wegkommen von dieser Mara, die mir mein Herz geraubt hat. Ich liebe sie, denn die Liebe ist stark wie der Tod. Und ihr Eifer, die Liebe hat einen Eifer, der ist fest wie die Hölle. Ihre Glut ist feurig, eine Flamme des Herrn. Das ist die Liebe. Die lässt nicht nach, die hört nicht auf zu glauben, wenn es bitter wird oder wenn es schrecklich wird. Nein. Dass auch viele Wasser nicht mögen, diese Liebe auszulöschen, noch die Ströme sie ertränken könnten. Unmöglich. Die Liebe ist so eine Flamme des Herrn. Huhu, dass die brennt in unserem Herzen. Wenn einer alles gut in seinem Haus um der Liebe geben wollte, so gölte es alles nichts. Man würde ihn nur verachten. Du kannst dein zeitliches, irdisches Zeug, dein sichtbares Leben, kannst alles vergessen für diese Flamme Jahs, Flamme des Herrn. Dafür ist nichts zu vergleichen, weil da brennt ein Eifer. Und dieser Eifer um deine Sache, der verzehrt mich mit Freuden. Nicht mit, oh, jetzt muss ich ja sterben in mir selber, jetzt muss ich alles verlieren und oh, diese Anforderungen, oh, ich gehe daran zugrunde. Nein, vollautomatisch. Ich lasse einfach nur Liebe durch mich fließen. Ich lasse es einfach nur durch mich leben. Und dann brauche ich auch nicht zu fragen, dann kann man auch wieder so diese Argumentation hören, muss ich denn jetzt all mein Zeug verkaufen? Ist das denn Evangelium? Verkaufe, was du hast und gib den Armen. Ja, wenn der Heilige Geist dir dieses frohe Drängen in dein Herz gibt. Aber nein, nicht, du musst gar nichts. Und da ist wieder diese, du musst Signale von Gott empfangen. Was hilft es? Du gibst jetzt alles her und machst es in deiner eigenen Vorstellung von, wenn ich das jetzt gemacht habe, wenn ich jetzt alles von mir selber weggestoßen haben mit Zähneknirschen, mit einem bitteren, ach, es tut mir ja so leid, aber ich muss es ja, Zwang liegt auf mir, ich muss alles herschenken. Was wird es sein?
Wird es ein Abel-Opfer oder ein Kains-Opfer sein? Wie wird der Rauch von diesem Opfer zu Gott emporgehen? Und dann sehe ich doch eindeutig, ich brauche seinen Geist, der diese Flamme des Herrn entfacht, sodass der Rauch geradlinig hochsteigen kann aus einer Begeisterung für Gott und für sein Werk, weil ich motiviert bin, weil ich Gott sehe, weil ich sehe, der Gotteskasten, in den ich hineinlege, da sehe ich Gott. Tatsächlich, das ist mein Dienst an Gott, die Opferung meiner selbst, meines ganzen Unterhalts, meines ganzen Terminkalenders, meines ganzen Energievermögens. Alles stopfe ich da in den Gotteskasten und da ist es bestens aufbewahrt. Dann kommt es auf die Impulse an, lebendige Impulse, die ich empfange, um zu wissen, was mache ich, was habe ich, wann zu machen, auch mit meinen Besitzverhältnissen, auch mit meinem tagtäglichen Opfergut, was immer es sei, Zeit, Energie, Gedanken, Konzentration, alles Mögliche. Herr, führ dich hinein in den Gotteskasten mit Freude, mit Begeisterung.